viel. Regeneriert er sich jetzt, oder was ist hier los? Ach nee, der ist schon tot. Super. Aber durchsuchen kann ich noch nicht ganz. Wow. Der zerfällt ein bisschen. Also das ist mal ein geiler Effekt. Ja. Gegenstand hat er dummerweise nicht dabei gehabt. Sieht aber echt schön aus hier. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Ach wirklich? Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Ja, ja, immer wieder gern. Es ging irgendwie ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Wenn ihr bereit seid zu dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Okay. Sagt es mir und ich schicke euch zurück. So, noch nicht. Verweilt nicht zu lang. Für einen längeren Aufenthalt eines Sterblichen ist das Land der Toten nicht gemacht. Ach, wirklich? So, Moment mal, wen haben wir eigentlich... Oh, hoppala. Ja, hat Drachenfall widerstanden. Wieso? Weil es ein Drachenfallschrei ist, der auf Drachen angewendet wird. Standardmäßig. So, jetzt die Frage... Jetzt müsste ich nur noch Partunax killen, aber irgendwie habe ich dazu keine Lust. Muss ja nicht, ne? Der hat mir geholfen. Fertig aus. Wobei. Ja, wir gucken mal ganz fix in die Halle rein. Und danach schauen wir mal weiter. Hier gibt es ja im Grunde genommen nichts Wirkliches. Halle der Schlüssel erforderlich. Du mich auch. Ausgerechnet dann, wenn man hätte vielleicht mit Shore direkt sprechen können. Wenn ihr bereit seid zu den Ja, ich bin bereit. Jetzt nach Nieren zurück mit diesem reichen Lohn von Shore, meinem Herrn. Oh. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sohngarde herbeiruft. Das ist ja mal cool. Gelernt. Held, Ruf der Tapferkeit. Champion, Ruf der Tapferkeit. Und was ist jetzt der dritte? Das Labyrinth. Für das Labyrinthion bekannt ist. Und so weiter und so fort. Der Hals der Welt. Sind wir mal wieder hier oben. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Das ist ja mal cool. Was wollen die denn jetzt machen? So. Es wäre schon mal schön, wenn die in einer Sprache sprechen würden, die man selbst irgendwie versteht. Okay, der Reihe nach fliegen die alle weg. Und wieder ist einer weg. Und dann kommt wieder dieses typische Alduin Malam bestimmt. So, und was ist jetzt mit dem? Das ist eigentlich noch der letzte, oder? Gibt es noch eben? Nee. Der muss ich auch noch erheben. Und da hebt er ab, der Gute. Jetzt nur noch einen. Es ist geschafft. Genau. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Naja, Moment. Es gehört sich nicht so... es hört sich nicht so an, als wärt ihr darüber sehr glücklich. Ich brauche Papa. Hat sich selbst das eingebaut. Okay, nimm mal das erste. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Mhm. Zeichmachi lost on the duel Bomachu.
kannst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Hm. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Su-Tiras nach Ogmar. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. Ja, verständlich. Ich habe nur mein Schicksal bei Strahbulwerfen. So. In der Tat. Ihr habt klarer gesehen als ich. Und ganz gewiss klarer als Alduin. Ja, was heißt ja klar? Man hat ja keine wirkliche Entscheidung gehabt. Eine Vorstellung von den Kräften, die die Venesitid formen. Die Ströme der Zeit. Nicht wirklich. Vielleicht seht ihr die Welt allmählich aus den Augen eines Dovar. Aber ich vergesse mich. Crossis, Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dovar nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachrod Krongrach. Der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Ich würde fast sagen, doch, ich habe die ganzen Nebenquests ja schon gemacht. Jetzt über Kisal verstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vasen, der Rechtmäßigkeit meines Tuns. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Jo, mach's gut, Partu. Das war beeindruckend. Einer landet schon mal. Oder auch nicht. So, das heißt dann wohl... Der Berg der Alten... wird. Wow. Ach, den gibt's ja auch noch. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel... Immer wieder. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen... Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Partur Nux Weg der Stimme aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su Odaving, sehr schön. Ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Immer wieder gern. So muss das doch sein. Schönes Happy End. Und was haben wir denn hier? Wieder so ein Zeitstrom. Okay, haben wir jetzt theoretisch mit allen gesprochen? Mal gucken, was jetzt passiert, wenn man hier reinläuft. Oder... Ich werde mal kurz die Rolle der Alten benutzen. Mal gucken, was passiert. So, wo ist denn jetzt mal die Rolle der Alten? Die ist bei Büchern gewesen. Und zwar... Oder? Ja, eigentlich schon Bücherrollen. Schriftrolle... Wie heißt die eigentlich? Ich suche mal nach A, L, T... Schriftrolle der Alten. Nichts passiert. Okay, da muss ich jetzt direkt hier rein. Wir probieren es nochmal. A-L-T. Na gut, dann
geht's halt nur mit dem Quest. Was echt ein bisschen schade ist. So, finde ich halt durch Schriften, ba ba ba, Mitte der Nacht und so weiter und so fort. Gut. Sind wir ja so ziemlich fertig, würde ich sagen. Bringe einen Begleiter zu Delfine. Na gut. Speichern. Werden wir mal gleich gucken. Obwohl, nee, Moment. Ich mache mir hier Schnellreise zu den Graubärten. Das dauert sonst zu lange. Finde ich halt, diese Schriften brauche ich nicht. Hochrottgar hier. Reden wir mal mit den Graubärten. Dann gehen wir nach Kartzax. Keine Ahnung, wie das Ding gleich mal. Kartspitze. Und dort dürfte es dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser laufen. So, wo sind sie denn? Alle draußen wahrscheinlich. Im Innenhof, hoffentlich. Nee, keiner ist draußen im Innenhof. Boah, ja, so klar. Ah, Mann, wo sind die ganzen Graubärte hin? Moment. Nicht, dass jetzt alles Graubärte waren. Also, das wäre jetzt echt... Das wäre ziemlich krass, du. Alle Graubärte hier sind Drachen gewesen. Das wäre deswegen schon ziemlich cool. Das würde erklären, warum die sich so defensiv verhalten. Jupp, alle Graubärte sind weg. Ich fasse es nicht. Gibt es hier noch irgendwo welche? Gibt es hier noch irgendwo Räume? Nee. Ah, nee. Okay, gut. Sind auch keine Drachen. Einheit. Ah, haben wir es doch. Ihr habt das Land der Götter erblickt und seid zurückgekehrt. Genau. Heißt das, es ist vorbei? Ist Alduin wirklich besiegt? Irgendwie schon. Ja, ich war in Summergard und hab Alduin dort getötet. Endlich. Es ist vorbei. Vielleicht war es das letzten Endes alles wert. Ihr habt euch als mächtig in Wort und Tat bewiesen. Um Alduin zu besiegen, habt ihr gelernt, schreckliche Waffen zu beherrschen. Ja. Nun liegt es an euch, zu entscheiden, wofür ihr eure Macht und euer Können einsetzen wollt. Nach jetzt erst. Werdet ihr zu einem Helden, dessen Name über Zeitalter hinweg besungen wird? Oder wird euer Name ein Fluch für zukünftige Generationen sein? Ja, das ist die Frage. Oder werdet ihr einfach aus den Geschichtsbüchern verschwinden, von allen vergessen? Lasst euch vom Weg der Stimme leiten, dann werdet ihr den Pfad der Weisheit erkennen. Atem und Konzentration, Drachenblut. Eure Zukunft liegt vor euch. Puh, kein Gegenstand noch, kein gar nichts. Schade. Wir alle ist er denn wirklich tot? Schuld. Ich habe seine Seele nicht aufgenommen, als er gestorben ist. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt er irgendwann wieder. Drachen sind keine sterblichen Wesen. Und Alduin ist selbst unter den Drachen einzigartig. Vielleicht darf er am Ende der Zeit zurückkehren, um sein Schicksal als Weltenfresser zu erfüllen. Doch diese Entscheidung liegt bei den Göttern. Ihr habt eure Aufgabe gemeistert. Die Klingen wollten, dass ich Partunax töte. Jetzt versteht ihr, warum ich euch vor ihnen gewarnt habe. Blutrünstige Barbaren. Jupp, hat er aber auch recht. Stimmt es, was sie sagen? Ja. Aber ihr müsst wissen, zu Zeiten von Alduins Herrschaft waren alle Drachen seine Verbündeten. Ihnen blieb keine Wahl. Ohne Partonax wäre Alduin nie gestürzt worden. Er war es, der als erster den Menschen beibrachte, den Tuum zu verwenden. Aha. Ich muss immer noch bla bla bla. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Keine Sorge, ich werde Partonax nicht töten. So. Hynareth hat euch die Stimme der Weisheit verliehen. Ihr müsst nur lernen, auf sie zu hören, dann wird sich euer Weg offenbaren. So, sagen wir es bei uns ein Symbol. Das hatten wir schon.
Warum auch immer das wieder hell erleuchtet ist? Ja. Bla bla bla. Okay. Das hatten wir schon. Eine gute Body, der übertreibt es immer ein klein wenig mit dem Schrei. Ein guter Einer. So, dann gehen wir mal wieder zu den blutrünstigen Barbaren, wie sie hier genannt werden. Mist, ey, ich bin dummerweise echt nicht auf die 1000er-Folge gekommen. Schade. Oh, naja. Kommt vielleicht noch irgendwie, irgendwann, irgendwo, bringen einen Begleiter zu Delfine, Tempel der Himmelsflucht. Geht los. Die große Statue von Irkendant, die mittlerweile unter Wasser steht. Leider, leider, leider. Auf in den Tempel der Himmelszuflucht. Bam, 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 bam. Espern, was geht? Delphine hat sich große Sorgen gemacht. Das heißt, sie hat sich große Sorgen gemacht. Sie hat ja gar nicht Wir gemacht. Wir haben die Neuigkeiten aus Weißlauf gehört. Dass ihr die Stadt auf dem Rücken eines Drachen verlassen habt. Das ist selbst für eure Begriffe ein bisschen protzig. Ach, wieso? Da ihr noch lebt, gibt es wohl gute Neuigkeiten, oder? Ziemlich, ja. Bei den Göttern. Das sind bessere Neuigkeiten, als ich erhofft hatte. Als ihr an jenem Tag in mein Gasthaus kamt, hätte ich mir nie vorgestellt. Das war übrigens vor 2 Jahren. Legendäre Drachen. So oh, meine. Das waren 2 bekannte Jahre her. So lange habe ich gebraucht, um dieses Spiel durchzuspielen. Aber mit gewissen Pausen, ne? Ich habe ja nicht durchgespielt. Das muss man ja auch mal noch sagen. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich habe an euch geglaubt und trotzdem... Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag erleben würde. Danke. Danke, Drachenblut. Ja, ja, ja. Ihr habt uns allen einen großen Dienst erwiesen. Parthornax stellt immer noch ein Problem dar. Jetzt gibt's gleich. Ich danke für eure Taten. Espern spricht für uns beide. Doch wir sind an unseren Eid als Klingen gebunden. Parthornax muss sterben. Wie wär's mit nein? Keine Ausflüchte mehr. Ich fürchte, sie hat recht. Was heißt, sie hat recht? Es tut mir sehr ich leid, geb euch gleich recht. Stehen muss. Aber genau wie durch Parthornax spätere Taten seine Verbrechen nicht gesühnt wurden, halten uns auch eure Taten nicht von unserer Pflichterfüllung ab. Ich hoffe, ihr kehrt bald mit der Nachricht zurück, dass der Gerechtigkeit Genüge getan hat. Wieso muss ich denn die ganze Sache machen? Mit Alduins und Parthornax Tod wird endlich ein dunkles Kapitel der Geschichte geschlossen. Ihr ignoranten Säcke. Sehr gut. Mein Eid bindet mich, Drachenblut. Bis Parthornax tot ist, seid ihr hier nicht willkommen. Wir haben uns nichts zu sagen. Lange Parthornax. Was haben wir denn? Charlie durch Schriften. Ich glaube, ich habe die Quest gar nicht mehr. Ja, die habe ich nicht mehr. Ja, Parthornax ist jetzt eindeutig weg. Gucken wir mal kurz auf die Hauptquest. Okay. Parthornax ist weg. Ich will mal kurz was ausprobieren. Mal gucken, wie lange die überlebt. Wir haben uns nichts zu sagen, solange... Lebt ja immer noch. Okay, gut. Hauptquestgegner können nicht einfach so kaputt gemacht werden. Ein Test war es zumindest. So, und wir brauchen jetzt irgendeinen Begleiter, den wir zu Delfine bringen können. Ja, diese dämlichen, ignoranten Säcke. Das ist unmöglich, sowas. Aber Parthornax wird nicht gekillt. Aus Prinzip nicht. So, vor allen Dingen ist das so ewig lange her. Ne? Es ist, ab einem gewissen Punkt muss man ja... Ne? Menschen entwickeln sich. Man kann nicht jedes Mal nur auf seinem Recht beharren.
Obwohl es vielleicht ein bisschen wehtut. Gute alte Vergebung. So. Ja, hier draußen gibt's nichts. Und einen Begleiter. Welchen Begleiter könnte ich mir denn mal nehmen? Hier war doch bestimmt irgendwo noch so ein Schwertkämpfer, Söldner, hast du nicht gesehen. Vielleicht gibt's hier irgendwo einen, den ich mitnehmen kann. Naja. Geht's jetzt erstmal nach Eislauf. Mal gucken. Vielleicht hole ich mir dann noch den Motro dazu, diesen, den der eine gemacht hat hier im Alleingang. Ich glaube, ist er sogar richtig gut. Habe ich vielleicht noch irgendwelche besonderen Waffen gekriegt? Nö, wieso? Oh, was ist passiert? Ja, Tod ist passiert. Ich bin passiert. Super. Na gut, dann. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Machen wir jetzt immer wieder den guten alten Schluss, ne? So wie sonst auch. Es endet, wie es angefangen hat. Am Lagerfeuer. Na dann. Es war schön. Und vielleicht kommt ja noch diese Mod-Sache. Also dann bis dann. Und ciao, ciao.